Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, da sind wir wieder beim Ruhr-Podcast. Mein Name ist Frank Zepp Oberpichler. Wir sitzen im wunderschönen Duisburg. Das Wetter ist gefällig. Und wir bewegen uns gerade mit der Corona-Krise ein bisschen zurück zu der Zeit, wo man mit mehreren Leuten noch in einem Raum sitzen durfte. Und deswegen habe ich auch heute wieder einen Sidekick dabei, einen Durianer. Der Benjamin sitzt mir heute zur Seite. Hallo Benjamin. Ja, ich freue mich außerordentlich, dass ich wieder dabei sein darf. Nach all den Wochen, wo ihr mich allein gelassen habt. Ja, das war richtig traurig. Also ich wäre gerne dabei gewesen. Ja, ich durfte ja nicht. Der Raum war einfach zu klein. Das ist richtig. Und nächste Woche wird Annika auch wieder dabei sein, ne? Also die habe ich jetzt schon 3 Monate nicht mehr gesehen oder so aufgrund von Homeoffice-Zeiten und sowas. Ja, schrecklich. Aber das hat ja jetzt ein Ende. Das hat ein Ende. So ein Glück. Und in dem Zusammenhang begrüßen wir natürlich auch unseren Gast heute. Das ist der Sascha De Vigne von Studio 47. Hallo Sascha. Frank, grüß dich. Sehr schön. Sehr schön. Was? Ich oder was? Sehr schön das Ganze hier. Diese Kathedrale der gepflegten Unterhaltung hier. Das ist ein Traum, das sehe ich auch so. Sascha, warum wir dich eingeladen haben, ihr habt mal wieder, muss man ja mittlerweile sagen, einen Riesenpreis abgeräumt mit eurem Sender, und zwar den Deutschen Regionalfernsehpreis. Erzähl uns doch dazu mal ein bisschen was. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen Dank. Ja, hat uns auch sehr gefreut, und es ist tatsächlich bereits das 5. Mal, dass wir den gewinnen. Das ist toll, weil es auch wirklich ein Preis ist, um den sich alle ziemlich käbbeln. Das ist Wer ist alle? Alle Regionalsender, die es so gibt in Deutschland. Gibt ja eine ganze Menge davon. Also wir reden ja über TV-Sender, ne? Das muss man vielleicht noch ergänzen. Das sind regionale Fernsehsender. Mhm. In Nordrhein-Westfalen gibt es nur uns, aber in anderen Bundesländern gibt es halt sehr viele, sehr dichte Landschaft, an die 200 deutschlandweit. Wow. Warum gibt es denn in NRW nur einen? Es gab mal mehr. Es gab mal 7 insgesamt. Es gab so eine Zeit, wo regionales Fernsehen in Nordrhein-Westfalen schon präsenter war. Okay. Ja, aber es gab Center TV und so, Center, ne? Center TV in Köln, Center TV in Düsseldorf. Mhm. Es gab einen Center TV-Sender in Münster, einen in Aachen. Gab es nicht auch mal einen in Bochum? In Bochum gab es auch einen. Der ist hinterher nach Essen gezogen. Ja, genau. Das war aber so ein kurzes Gastspiel. Okay. Es gab auch einen Sender in Mönchengladbach, City Vision. City Vision? Das hört sich ja etwas französisch an. Ja, selbstverständlich. Hat der Thomas Manglitz damals gemacht. Toller Kerl, super. Thomas Mann, der hat, glaube ich, auch ein paar tolle Bücher geschrieben. Ja, und was ist das dann hat er dann nachgemacht. Warum sind die alle verschwunden? Also Also regionales Fernsehen hat ein strukturelles Problem, glaube ich. Und das ist die Wirtschaftlichkeit. Wenn man glaubt, aber dass man viele Betriebe ein strukturiertes Problem. So. Ja, ganz ehrlich, wenn man reich werden will, macht man nicht regionales Fernsehen. Wenn man reich werden will, macht man eine Pommesbude am Hauptbahnhof auf. Weil, obwohl jetzt in Corona-Zeiten auch nicht unbedingt. Das ist eine Geschäftsidee, glaube ich. Pommesbude am Hauptbahnhof. Ja, oder? Ja. Vor 10 Jahren wäre ich dabei gewesen. Aber mittlerweile, ich weiß nicht, du. Diese langen Arbeitszeiten. Weißt du, ich verstehe. Das Problem, das regionales Fernsehen hat, ist, dass anders als beim nationalen Fernsehen es keine Mediaagenturen gibt, die bereit sind, für ihre Kunden dort Werbezeiten zu buchen. Ja. So, es sind aber alles private Sender. Ja. Die müssen also schauen, dass die ihr Geld verdienen, indem dann andere ihre Werbung da schalten. Mhm. Und das machen die großen Handelsmarken und großen Unternehmen eben nicht im regionalen Fernsehen, sondern die machen das halt bei den großen privaten Sendern. Und für die regionalen Sender bleibt ein bisschen das über, was so an Krümeln vom Tisch runterfällt. Mhm. Und das ist halt nicht so wahnsinnig viel. Die haben aber trotzdem einen riesen Kostenapparat. Fernsehen machen ist halt sehr teuer. Und das ist halt sehr schwer refinanzierbar. Und wenn man so guckt, über die gesamte Landschaft betrachtet in Deutschland, ich würde jetzt in die Tüte gesprochen, ohne da jetzt eine Statistik zu haben, aber ich würde sagen, so 90% der regionalen Sender, die wir in Deutschland haben, sind am Ende des Tages defizitär. Zuschussgeschäft. Und wenn du dann keinen Gesellschafter hast. Und wer bezuschusst dann? Ja, in der Regel sind das Beteiligungen von Zeitungsverlagen. Ne? Also in vielen, vielen Bundesländern ist es so, dass die regionalen Zeitungsverlage halt Gesellschafter sind und dann in so einem Moment so eine Finanzierungslücke halt dann schließen, indem die Geld zuschießen. War in Nordrhein-Westfalen nicht anders. Die Rheinische Post war an 3 Sendern beteiligt. Okay. Dumont in Köln war an Center TV Köln logischerweise beteiligt. Die WAZ, die Funke-Gruppe, hat auch zumindest geliebäugelt mit Beteiligungen am regionalen Fernsehen, haben dann aber sich doch anders entschieden, weil die gemerkt haben. Wer ist bei euch beteiligt? Jetzt keiner mehr, nur wir.
Nein, wir hatten ein eigenständiger Entrepreneur. Ja, also wir sind, also in aller Demut, aber wir sind unter vielen Gesichtspunkten ziemlich einzigartig, ja. Das ist das ja. Nicht nur, dass wir der einzige regionale TV natürlich sind. Natürlich seid ihr einzigartig. Ich meine, ihr sitzt in Duisburg. Hallo. Das ist richtig, ja. Das ist vollkommen. Und zwar sehr, sehr gerne. Also super, dass wir das in Duisburg machen, weil ja. An jedem anderen Standort müsstest du ja ständig die Ellbogen ausfahren und gucken, dass der andere wegboxt. Ne? Wir haben ja nun mal Fluch und Segen. Wir haben ja in Duisburg eine überschaubare Medienlandschaft, ja. So. Geht sogar im Vergleich zu anderen Ruhrgebietstädten. Also Dortmund zum Beispiel hat eine viel schwachbrüstigere Medienlandschaft als wir hier in Duisburg, nach meinem Dafürhalten. Aber tatsächlich ist hier Platz und das ist ein großer Vorteil für uns, immer gewesen. Ja. Wir machen das seit 14 Jahren und wir hätten das hier in Duisburg mit der Struktur, die wir haben und mit dem Geld, das uns zur Verfügung steht, wir hätten das nicht geschafft, wenn das hier so ein Standort wäre wie Köln oder Düsseldorf, genau, wo die Trauben halt ein bisschen höher hängen. Ne? Also offenbar sind die Zuschauer auch sehr treu und bleiben dabei und wächst das an oder? Das ist ja das Verrückte bei der Sache. Also die Zuschauerzahlen im regionalen Fernsehen grundsätzlich sind extrem gut. Und das gilt auch wirklich für fast alle regionalen Sender ganz Deutschland. Mach doch mal ein Beispiel auf. Also ich. Okay, wir haben eine Reichweite. Also unser Sendegebiet ist das westliche Ruhrgebiet und der Niederrhein. So, wir sind also in Duisburg und in Oberhausen, in Mülheim und im Kreis Wesel mit den ganzen kleineren. Und in Mörs und in Dienstlagen. Mörs und Dienstlagen, die dazu gehören. Genau. Lindfort, Neukirchen-Flüen. Rheinberg, Hüngse, ich habe es auswendig gelernt. Ja, du kennst aber Schermbeck, Haminkeln, glaube ich, ne? Rees, Alpen, Röhrt und Angermund. Ja. Röhrt hast du auch erwähnt. Röhrt ist Kreis Kleve, gehört auch dazu. Das siehste, siehste, siehste. Da gibt es nicht ganz so viele Kabelhaushalte, aber ja, Röhrt gehört auch zum Sendegebiet. Ja. In der Summe sind da 620.000 Zuschauer, die unser Programm empfangen können, zunächst mal, und technisch. Und wie viel schauen de facto? Und de facto schauen im weitesten Sehrkreis, wie wir das nennen. Das ist die Einschaltquote kumuliert, also zusammengerechnet über zwei Wochen sind es 54%. Die Tagesreichweite bei uns oder die Stundenreichweite ist vielleicht viel spannender. An so einem normalen Tag wie heute schalten um 18 Uhr ungefähr 70.000 bis 80.000 Leute unser Programm ein. Na bitte, ist ja schon sehr ordentlich. Ne? Wirklich ordentlich. Ja. Und die Quoten, die waren aber tatsächlich eigentlich immer schon ganz gut. Mhm. Und auch bei den anderen regionalen Sendern sind die in der Regel auch ähnlich gut. Mhm. Das führt nur, Medienmarketing funktioniert ja in zwei Richtungen. Also schwer zu erklären. So, aber auf der einen Seite brauchen wir die Zuschauer, ist ja klar. Auf der anderen Seite brauchen wir die Kunden, die uns den ganzen Spaß bezahlen. Und, logisch. Also Zuschauer sind da, jetzt fehlen noch ein bisschen die Kunden. Also Kunden, noch nicht, Kunden haben immer schon gefehlt. Ja. Die Kunden haben immer schon gefehlt. Ja, das ist richtig. Mhm. Weil aus dem genannten Grund. Lokales Fernsehen ist halt für große Unternehmen zu kleinteilig. Mhm. Ne? Also wenn du BMW bist oder du bist Persil oder keine Ahnung, du bist Kellogg's Cornflakes, dann hast du kein Interesse in so ganz kleinen unterteilte. Aber wenn du das Autohaus in Duisburg bist oder das Autohaus in Oberhausen oder, dann wäre das doch wieder interessant, oder? Vermeintlich ja. Bei Autohäusern gibt es eine andere Besonderheit. Jedenfalls habe ich das so gelernt in all den Jahren. Autohäuser bekommen, wenn die Werbung in Printmedien schalten, zum Beispiel sehr wohl Zuschüsse von ihren Marken. Also so ein VW, der bezuschusst Printwerbung mit seinen eigenen Anzeigenmotiven in der Tagespresse oder in Anzeigen. Werbekostenzuschuss. Werbekostenzuschuss heißt das, ne? Mhm. Den gibt es für regionales Fernsehen aber nicht. Das heißt also, wenn ein Autohändler im regionalen Fernsehen Werbung schalten möchte, bezahlt er das aus eigener Tasche und zwar komplett. Und dann ist das wohl auch so, das ist, glaube ich, bei Autohäusern wiederum ganz ähnlich wie bei Versicherungsvertretern oder so, dass die so eine Art Gebietsschutz haben. Ne? Also so ein fetter BMW-Händler in Mülheim, der macht dann halt für sein Haus keine aktive Werbung in Duisburg. Ja, okay. Weil da sitzt ein anderer BMW-Händler. Und so. Und man hat so ein bisschen den Markt, glaube ich, untereinander aufgeteilt, um zu verhindern, dass man sich da gegenseitig die potenziellen Kunden abspinst. Und sobald dann einer ins Fernsehen geht, dann sagt der Nachbarhändler, pass mal auf, du klaust mir hier die Kunden, was fällt dir eigentlich ein? Ganz genau. Zumal wir ja eben, und dann, das ist auch wieder Fluch und Segen. Ne? Auf der einen Seite ist das cool, dass wir so ein großes Sendegebiet haben, was weit über Duisburg hinausgeht. Aber das verhindert halt auch, dass du sagst, ich habe jetzt hier einen Werbekunden, der genau bei mir in der Stadt sitzt und der macht auch nur genau bei sich am Standort Werbung. Sind eure Produktionskosten eigentlich teurer, wenn ihr euer Sendegebiet ausweitet?
Müsst ihr dann irgendwie Frequenzen zukaufen oder ist das egal? Ja, doch, die Kosten steigen mit der Größe, das ist richtig. Also es hat auch mehrere Gründe. Zum einen musst du dich als privater Fernsehveranstalter in Nordrhein-Westfalen, in anderen Bundesländern auch, durch die Landesmedienanstalt lizenzieren lassen. Ja. Die Landesmedienanstalt ist die Medienaufsicht hier bei uns in NRW. Mhm. Und die Landesmedienkommission entscheidet halt darüber, welcher Sender eine Sendelizenz bekommt und welcher nicht. Dafür musst du dann irgendwelche wirtschaftlichen und inhaltlichen Kriterien erfüllen, dass du dazu in der Lage bist, Fernsehen zu machen. Du musst die Hosen runterlassen, ne? Mhm. Die wollen wirklich sehen, so haben die es drauf, können die das leisten. Und dann ist die Lizenzgebühr, die du dazu entrichten hast, die ist halt davon abhängig, über welches Sendegebiet du sprichst und wie lange du lizenziert sein willst. Wir haben eine Lizenz jetzt über 10 Jahre beispielsweise, die geht bis Ende 2029. Okay. Das geht dann gerade noch, weil 60 werde ich erst im Jahr darauf, muss ich mich ja zurückziehen, ist ja klar. Bis dahin. Aufs alten Teil. Aufs alten Teil. Ja, gut. Wenn dann bist du ja auch 25 Jahre ja, on dann reicht es langsam. Dann hat man auch keinen Bock mehr. Oder? Einer, der es geschafft hat. Es sei denn, du bist Rodney Bingenheimer. Wer war das nochmal? Rodney Bingenheimer, der große Radiomoderator von Rodney on the Rook aus Los Angeles, der sie alle hatte. Der hat ja schon irgendwie 30, 40 Jahre seine Sendung gehabt. Rodney on the Rook. Gibt's den noch? Gibt's den noch? Den, ich glaube, ist er nicht vor kurzem tatsächlich gestorben? Aber ich weiß es wirklich. Also so ein Typ, so einer wie Wolfgang Roth damals bei uns oder so, ne? Oder? Bei euch, Wolfgang Roth. Wolfgang Roth beim WDR 1 damals, als das noch nicht 1 Live hieß. Der schönste Mann von WDR 1. Ist das so? Da gab's einen Jingle, den haben die ja früher mal gesungen. Der schönste Mann von WDR 1, Wolfgang Roth. Irgendwie so? Ja, WDR 1 war nicht so meins. Naja, du bist ja auch nicht die Zielgruppe. Du bist ja auch nicht die Zielgruppe. Nee, bin ich Zielgruppe. Wie kommen wir da drauf? Ach, die Lizenzgebühren. Die Lizenzgebühren. Das heißt also, großes Sendegebiet, große Lizenzgebühr, lange Lizenzdauer entsprechend dann auch. Mhm. Dafür zahlst du auf jeden Fall schon mal proportional zu deiner Größe und zu dem, was du da so vorhast. Dann kommen die Distributionskosten dazu. Das ist eigentlich das, was ganz unmittelbar mit der Größe deines Sendegebiets und deines Programms zu tun hat, weil bei uns ist es genau umgekehrt wie im Öffentlich-Rechtlichen. Also so ein WDR oder eine ARD oder ein ZDF oder die vielen anderen sehr talentierten Kollegen, die es da gibt, die bekommen ja de facto von jedem Haushalt dafür Geld, dass die Programme machen. So ist ja, so ist das ja mit der Rundfunkgebühr gedacht. Das heißt, jeder Zuschauer bringt denen Geld. Bei uns ist es genau umgekehrt, jeder Zuschauer kostet uns Geld. Das ist ja super. Das ist aber so. Daraus entwickelt sich ja ein riesen Geschäftsmodell. Ja, das ist der absolute Hammer. Ne? Deswegen, also mehr Zuschauer ist toll, aber es kostet uns erstmal mehr Geld, weil wir zahlen für jeden Haushalt, den wir erreichen, bezahlen wir. Und zwar mehrfach. Wir bezahlen einmal an Unity Media oder Vodafone, wie die ja mittlerweile heißen, der Kabelprovider. Wir bezahlen an die Deutsche Telekom. Wir haben bis vor einiger Zeit auch noch Leitungsgebühren bezahlt, an Media Broadcast, die Apothekenpreise aufrufen, so kann man sagen, genau. Aber das ist tatsächlich so. Also ich habe jetzt noch kein Geld von euch bekommen. Steht da vielleicht noch was aus? Also müsst ihr da nicht mal langsam gucken. Guckst du uns denn auch, mein Freund? Einen Scheck rüberkommen. Was hatten wir denn gestern im Programm bei uns? Tja, gestern du bist verkauft worden. Ne? Nein, du kriegst kein Geld dafür, aber jemand anders kriegt Geld dafür. Dieses Prinzip ist auch vollkommen in Ordnung. Also ganz ehrlich, das ist ja das Schöne wiederum daran. Der große Unterschied ist ja, wenn du ein Fernsehveranstalter bist und als Sendelizenz bist, dann ist ja wirklich so ein Gatekeeper dazwischen geschaltet, der zumindest versucht zu verhindern, dass da irgendeiner nur seinen geistigen Erguss in die Welt hinaus posaunt. Ne? Mhm. Man muss sich hier halt dieser Medienaufsicht stellen, das ist vollkommen in Ordnung. Wir haben dann das Mediengesetz, alles ist cool. Mhm. Und dass da so eine Art Bezahlschranke dann dahinter steht, ne, dass man also Regularien erfüllen muss und nicht einfach munter drauf lossendet und das Ganze eben auch was kosten muss, damit es auch wirklich ernst gemacht wird. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Ja. Die Refinanzierung ist halt das Problem. Aber das war es immer schon. Und weil du hast ja vorhin gefragt, warum gibt's nur einen Sender, warum gibt's da nicht mehr? Das ist genau der Punkt. Wenn du mehr Sender haben willst, wenn du eine große Landschaft haben willst von regionalen Sendern, und ich finde, regionales Fernsehen ist ein super geiles Medium, weil es halt total niederschwellig ist und du kannst in die Breite gehen, du erreichst alle Zielgruppen, ist super, hast Bewegtbild, ist toll. Aber gäbe das denn überhaupt Anlass dafür, halt mehrere Anbieter auch zu haben? Pro Standort auf keinen Fall, weil auch da zumindest war das in früheren Jahren die
Regelung bei der Landesmedienanstalt, der Landesmedienkommission. So sieht das auch das Landesrundfunkgesetz vor, dass an einem Standort auch nur ein regionaler Fernsehsender unter diesen Kautelen lizenziert wird. Ja, du hast also eine quasi Monopolstellung, solange du deine Lizenz hältst. Ja. Das hatte damit zu tun, dass früher Kabelfernsehen halt im analogen Kabel verbreitet wurde. Da gab es nur bedingt Plätze. Ich glaube, 32 Kabelplätze gab es. Ne? Mehr Programme haben da nicht reingepasst. Und da mussten die ja schauen, wie kriegen wir die alle untergebracht. Und deswegen hat man gesagt, wir vergeben genau eine Lizenz an einen regionalen Fernsehveranstalter und an keinen zweiten. So. Das ist ein Vorteil. Dadurch hat man keinen Wettbewerb zumindest. Ja, wenn man die Schranke sowieso schon hat mit der Finanzierung und dann noch Konkurrenz machen würde, das ist natürlich dann auch echt, man zerfleischt sich ja dann doch selbst. Ja. Aber es will auch keiner machen. Also, es gibt auch deswegen kein lokales oder regionales Fernsehen in NRW, weil es keiner machen möchte. Also, weil die Rendite halt schlecht ist, weil du in der Regel eher drauf zahlst, das hast du damit Geld verdienst. Und weil, nach meinem Dafürhalten ist auch an den, ein großes Wort, ne, aber an den Publizisten fehlt, an den publizistischen Persönlichkeiten, die du da brauchst. Du brauchst halt Leute, die sagen so, ich habe was zu sagen dieser Welt und ich will dafür sorgen, dass ein Diskurs stattfindet und ich will die Menschen informieren und unterhalten und ich will Gemeinsinn stiften, was ein Massenmedium wie Fernsehen in einem starken Maße kann und so. Und ich will für Identität sorgen und ich will ein Forum sein und ich habe diese ganzen Ziele, die ich als Publizist verfolge und die transportiere ich in dieses Medium rein. Und dafür musst du aber auch Typen haben, die das machen wollen. Und die fehlen, glaube ich, auch an vielen Stellen ganz einfach. Bei uns im Ruhrgebiet nach meinem Dafürhalten sowieso. Wir haben auch noch ein ganz anderes Problem im Ruhrgebiet, wenn es um den Journalismus geht, dass uns der Nachwuchs da ausgeht. Das wird ein Problem sein, das werden wir spüren. Ja gut, wir haben aber auch hier keine wirklich großen Blätter. Ne? Ich meine, wir haben hier die Funke-Gruppe. Ja. Okay, wir hatten Lensing und Wolf. Aber was ist denn dann sonst noch? Ja, du hast hier keine überregional so bedeutsamen Titel wie eine Welt oder eine Zeit oder einen Spiegel oder eine Süddeutsche oder eine Frankfurter Allgemeine. Natürlich, das fehlt hier. Das fehlt. Aber das ist eigentlich erstaunlich im größten Einzugsgebiet quasi der Republik so gesehen, hat man eine relativ schwache Mediendichte. Ja, absolut. Also die regionalen Verlage schaffen es nicht, diese überregionale Bedeutung für sich aufzubauen. Ne? Funke wird ja mit seinen Titeln durchaus oft zitiert, auch in den nationalen Medien. Das ist ja schon so. Das ist so, klar. Und mit Sicherheit hast du hier mit dem WDR in Nordrhein-Westfalen auch eine öffentlich-rechtliche Sendeanstalt, die schon eine gewisse Bedeutung hat, so deutschlandweit. Also das ist mit Sicherheit klar. Aber wenn man auf den journalistischen Nachwuchs schaut und auf das, was ich vorhin so publizistische Persönlichkeiten nennt, jemand, der es drauf hat, der bleibt leider nicht hier, um es hier umzusetzen, sondern der ist dann irgendwann früher oder später, eher früher als später, weg, um sein Glück in einem der klassischen Medienstandorte zu versuchen. Ne? Der geht dann eben. Als da wären? Ja, da geht man nach Hamburg oder Berlin oder nach München oder vielleicht nach Frankfurt oder nach Stuttgart oder nach Köln, was naheliegend wäre jetzt von hier aus betrachtet. Aber es ist halt an meiner Meinung nach viel zu wenigen Stellen so, dass die jungen Leute, die, natürlich ist das Talent hier vorhanden, keine Frage. Ne? Also alleine die schiere Masse, hier leben so viele Menschen, da werden auch so viele potenzielle Leute dabei sein, die das Zeug hätten, hier medienmäßig was zu drehen. Die werden das nur nicht hier tun, weil die hier im Ruhrgebiet für sich zumindest nicht die Strukturen vorfinden, das anzugehen. Und dann gehen die. Aber was bräuchte es denn? Was bräuchte es denn, um beispielsweise hier einen großen Titel zu etablieren? Im Printbereich? Ja, ist ja jetzt egal, ob Print oder Radio. Ich meine, da sieht es ja ähnlich aus. Das ist ja eigentlich völlig wurscht, in welcher Mediengattung jetzt. Also Print wird sowieso schwierig sein, glaube ich, weil habt ihr vielleicht auch mitbekommen, also selbst so ein Dickschiff wie die Frankfurter Allgemeine hat extreme Probleme damit, neue Titel am Markt zu platzieren. Die haben ein, wie ich finde, ganz großartiges Wochenmagazin gemacht, die Frankfurter Allgemeine Woche. Ja. Gab es jetzt seit 2 Jahren, glaube ich, oder so. Ist so ein bisschen wie die deutsche Newsweek oder wie das deutsche Time Magazine. Super gut, richtig gutes Ding. Konnte sich nicht behaupten. Hat jetzt eingestellt. Ne? Wird jetzt eingestellt in Kürze. Hatte irgendwas um die 40.000 Abonnenten nur gehabt und damit trägt sich das nicht. Mhm. Also einen neuen Titel zu etablieren im Printbereich ist sowieso schwer. Und wenn du das vom Ruhrgebiet aus machen willst, mit irgendeiner kruden neuen publizistischen Idee, Printbereich stelle ich mir, ist auch nicht meine Baustelle, habe ich viel zu wenig Ahnung von, aber stelle ich mir schwierig vor. Ja, okay, und im weiteren Medienbereich, also? Ich glaube ja, also die Stärke hier liegt ja
und da sind wir auch wieder bei dem, was wir machen. Die Stärke liegt ja darin, dass wir hier eine Region sind, wo man natürlich fast jedes Thema regional spielen kann, von Bildungsthemen über Arbeitsthemen, über Migrationsproblematik, über, also quer durch die Bank. Du kannst wirklich jedes Thema, was man in Deutschland oder vielleicht sogar global diskutiert, hier im Ruhrgebiet wie unter einem Brennglas sehen, an der einen oder anderen Stelle. Das ist hier alles vorhanden auf die eine oder andere Art und Weise. Das wird häufig von nationalen Titeln nur benutzt, damit die das als Aufhänger nehmen für irgendeine Skandalgeschichte, die jetzt mal wieder rauskommt. Ne? Also wir brauchen irgendwas Fieses, lass mal gucken, was ist in den Marxloh los. Ja, ja, klar. Auf die Art und Weise wird ja in der Regel an Themen rangegangen. Wir hätten aber andersrum die Möglichkeit zu sagen, da wir ja hier der Melting Pot sind, immer schon gewesen sind, können wir vom Ruhrgebiet aus mit einem Medium, das zwar regional verankert ist, aber diese Regionalität einfach nach außen transportiert. Also ein Medium zu schaffen, das hier vor Ort genauso gut funktioniert, wie von mir aus oben hoch im Norden in Flensburg oder unten am Starnberger See. Ne? Ist bloß schwierig zu greifen. Und regionale Medien haben natürlich immer das Problem, dass die regional sind. Also es ist immer, naja, und es muss letztlich einen ja so weit reizen, da auch Geld reinzuschießen. Ne? Also ob das nun ein Verlagshaus ist, oder welche Firmierung auch immer, ist ja völlig wurscht, aber das kostet ja erstmal Geld und da muss es ja ein Interesse geben und ich kann mir schon vorstellen, dass an den großen Medienstandorten, die du eben schon genannt hast, also Hamburg, Berlin, München etc., dass es da halt deutlich liquidere Medieninteressierte gibt, die auch bereit sind, wenn sich das einmal etabliert hat, dass es mehrere Sender irgendwo gibt oder mehrere dann ist es ja auch quasi dann für die neuen attraktiv, also für diese neue Generation von Journalisten dahin zu gehen, weil man da auf jeden Fall was finden wird. Jetzt im Ruhrgebiet müsste man dann ja quasi das dann selber erschaffen. Also das ist dann halt, du hattest ja gerade Dortmund angesprochen. Ja. Was müsste man denn zum Beispiel in Dortmund machen, um jetzt ein Studio 47 für Dortmund zu erschaffen? Oh, das ist das. Ich fände das total super, wenn es sowas gäbe, weil dann wären wir nicht mehr die Einzigen. Also das steht und fällt tatsächlich mit den Akteuren, glaube ich. Weil egal, wie man es dreht oder wendet, man muss sich darauf einstellen, dass man da wirklich eine Ochsentour durchmacht. Und ich glaube, es gehört ein gesundes Maß an positiv verstandenem Lokalpatriotismus dazu, wirklich zu sagen, ich will das jetzt hier an diesem Standort haben, weil ich sehe das als eine Bereicherung, ich sehe das als eine mediale Ergänzung zu dem, was da ist. Hilfreich mit Sicherheit, wenn das Leute sind, die zumindest eine grobe Ahnung davon haben, was Journalismus und regionaler Journalismus zumal bedeutet. Und ich glaube, am Ende des Tages kommt es gar nicht so sehr darauf an, dass da jetzt der reiche Onkel mit dem dicken Scheck um die Ecke kommt und sagt, ich bezahle euch jetzt mal den Spaß für die nächsten 5 Jahre. Sondern es hat eher damit zu tun, dass du die richtige Persönlichkeit hast und sagst, ich weiß, ich werde jetzt mit dem Ding in den nächsten Jahren mit Sicherheit kein Geld verdienen, aber ich werde hier ein Medium aufbauen, das für die Leute, die hier bei mir in der Stadt wohnen, die bei mir im Viertel wohnen, eine Relevanz bekommt und so. Und ich bezahle mich eigentlich eher mit dem, wie ich finde, sehr, sehr beglückenden Gefühl, dass ich mit meiner Arbeit einen Beitrag dazu leisten kann, dass der Diskurs in der Gesellschaft, und zwar im ganz nahen, im erlebbaren Raum, besser funktioniert. Regionale Medien haben ja den Das klingt jetzt aber doch ein bisschen altruistisch. Nein, ne? das überhaupt nicht. Ist ja gar nicht so. So Journalisten sind doch Egoschweine. Also wir machen den Job ja deswegen, weil wir uns selbst auch ein bisschen geil finden dabei. Das ist ja klar. Das sei euch doch auch zugestanden. Und wir sind's ja auch. Am Ende des Tages seid ihr das natürlich alle. Nein, also Altruismus, nein. Aber es gibt dem Ganzen halt einen tieferen Sinn. Ich meine, wir haben das jetzt in der Corona-Krise. Ist so. In der Corona-Krise haben wir das total gemerkt. Alle machen die Bude zu und alle verabschieden sich sozusagen in die vorgezogenen Sommerferien, weil jetzt ist ja Lockdown. Wir mussten bei uns auch schauen, dass wir das in irgendeiner Art und Weise, was so die Struktur im Sender betrifft, hinbekommen. Ne? Das durfte jetzt nicht mehr die volle Besetzung da sein. Und wir mussten ja im Grunde genommen auch von Tag zu Tag damit rechnen, dass wir unter Quarantäne gestellt werden. Aber das Programm musste gemacht werden. Wir haben fast 2 Monate lang mit 8 Leuten bei uns täglich Programm gemacht. Und wir sind 24-Stünder. Das bringt die Leute total an ihre Grenze. Aber das machen die hatten. Wie groß ist euer Team regulär? Wir sind so 16 Leute bei uns. Ja, das heißt, ihr habt mit halber Mannschaft gearbeitet. Mhm.
bis zum Anschlag. Und ich habe mit unserem CVD dann irgendwann mal... Aber ist doch auch cool, sowas mal zu erfahren, oder? Absolut. Also so, als Journalist hast du solche Gelegenheiten nicht oft. Und so schlimm und so fies und so übel diese Corona-Sache ist und es sind unglaublich viele Menschen gestorben und das ist alles nicht schön, was da passiert. Aber für einen Journalisten ist das eigentlich eine total dankbare Zeit, weil du hast eine ewig andauernde Lage. Ja. Wochenlang. Das ist immer ein Thema. Und jetzt das, was ich vorhin meinte, du hast wirklich was du den Leuten erzählen kannst und es hat eine Bedeutung für die. Ne? Ja. Du kannst denen halt wirklich Stories liefern, die in nationalen Medien nicht bekommen, weil die mit ihrer Nachbarschaft halt in der Regel nichts zu tun haben. Das ist richtig. Ne? Und die ziehen einen direkten Nutzen für sich daraus. Ein total schönes Gefühl. Das ist auch das, was lokal oder regional TV, Radio, Print leisten kann. Ne? Also wirklich die Geschichte von nebenan zu erzählen. Ja, genau. Sehe ich auch so. Du hast eben gesagt, ihr macht das jetzt schon seit 14 Jahren. Ja. Und du bist von Anfang an dabei. Ja. Ich vermute jetzt mal, in den 14 Jahren hast du viele Leute kommen und gehen sehen. Ja. Hast du ungefähr vor Augen, wie viele Leute in dieser Zeit bei Studio 47 gearbeitet haben? Oh, das waren ein paar. Wir haben so eine Ahnengalerie bei uns in der Küche hängen mit so ganz vielen Fotos drauf. In der Küche. Ja, also im Sender, in der Küche. Ja. Viele, wirklich viele. Viele kommen auch irgendwann wieder zurück. Das ist auch schön. Also wir bilden ja auch aus bei uns. Ja. Also wir haben auch ein paar Leute richtig Karriere gemacht eigentlich? Sind die irgendwie abgeworben worden vom WDR oder so? Das ist ja mal klar. Das ist ja mal klar. Bei WDR sind viel gelandet von unseren Leuten. Tatsächlich, ja. Also zum Beispiel Ines Rothmeier, die Lokalzeit hier in Duisburg moderiert, ist eine Volontärin von mir gewesen. Ach, witzig. Ja. Jörg Konradi, der auch beim WDR arbeitet, Volo von mir gewesen. Alles Leute, die jetzt mehr verdienen als du. Juliana Song, wie fühlt sich das an? Die CVD von TAF, glaube ich, bei ProSieben war bei uns eine Menge, einige. Also ist der Sender quasi auch hier in der Region der eventuell die zukünftige Generation halt mit ausbildet. Aber auf jeden Fall. Also sonst, wo will man auch sonst hingehen dann? Ne? Also müsste man ja quasi erst an den Supermedienstandort gehen und dann sagen, okay, jetzt möchte ich wieder zurück da, wo nichts los ist. Absolut, absolut richtig. Und das Verrückte ist, ich habe ja vorhin gesagt, wir haben dieses Nachwuchsproblem hier im Ruhrgebiet, dieser Brain Drain, die Leute wollen hier weg. Und ich will mir da nicht allzu viel drauf einbilden, aber tatsächlich kommen die Leute auch hier hin, weil die bei uns eine Ausbildung machen wollen. Also wir haben auch schon Leute bei uns gehabt, die kamen aus Bayern und aus Niedersachsen, teilweise aus dem Ausland. Aktuell hatten wir eine Volontärin, die aus Nordhorn kam. Nordhorn kann ich aber verstehen, dass man ins Ruhrgebiet will. Und das war aber sehr, also das Emsland und so und das und die Grafschaft Bentheim, das soll ganz toll sein. Ich war da ja, auch. Ja, landschaftlich, so aber da ist sehr toll nichts sein. Los. Sehr toll, aber sehr toll. Gar nichts. Sehr flach. Nichts los. Siehst du, montags, wer sonntags zu Besuch kommt. Ja. Und Fuchs. Und Hase. Ja, aber die haben mindestens nur welche. Ne? Ja, das gut. Ist ja auch nicht überall. Nein, also, aber mit dem Nachwuchs ist natürlich schon wichtig und so ist halt auch. Kaderschmiede, ne? Definitiv ja. So. Ist auch nicht schlecht. Also man hat ja immer diese permanente Verjüngung im Team dadurch. Ja. Ich werde ja jetzt 50 dieses Jahr. Alter Mann. Ja. Und das Durchschnittsalter bei uns im Sender ist konstant wirklich über all die Jahre so bei Ende 20, Anfang 30, ne? Weil einfach da eine gewisse Fluktuation ist, ein Kommen und Gehen. Aber es kommen jetzt auch Leute tatsächlich zurück. Was hat dich denn befähigt, irgendwann zu sagen, ich mache jetzt Lokalfernsehen? Du hast ja eigentlich eine journalistische Ausbildung, oder? Und wie bist du denn dann zum Fernsehen gekommen? Weil ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, da warst du noch beim Ärzteblatt oder so. In Köln, ja. Ja. Ja, vorher war ich ja bei der Rheinischen Post und noch davor bei Radio Duisburg tatsächlich. Ja. Ich komme ja aus Hamburg, weißt du? Ja. Hab ja hier meine Wurzeln. Ach so, so. Und ich hatte da, glaube ich, so ein Aha-Erlebnis. Das wird mit Sicherheit jeden, der Duisburg kennt, liebt und schätzt, schon mal so ergangen sein, dass man sich ja immer in so einer Argumentationsfalle wiederfindet, auf die man ja auch irgendwann keinen Bock mehr hat. So, richtig. Also wenn die Leute es nicht kapieren wollen, dann ich kann ihnen ja nur versuchen zu helfen. Verstehen müssen sie es dann schon selbst. Ich glaube, was in einem starken Maße mich dazu getrieben hat, dass ich mit den Jungs damals den Sender da gegründet habe, war, dass wir festgestellt haben, dass Duisburg auch an dieser Stelle
nicht die Präsenz hat, die es eigentlich aufgrund seiner wirklich schieren Größe und eigentlich auch der Bedeutung, die diese Stadt für sich selbst auch in Anspruch nehmen sollte und für diese Rolle, die diese Stadt eigentlich auch ausfüllen müsste. Ne? Also wenn es um Relevanz geht und so, wie will ich eigentlich wahrgenommen werden? Mhm. An der Stelle war ein Vakuum. Das war 2005 und das war lange bevor, genau gesagt, 2,5 Jahre bevor der WDR überhaupt ansatzweise nach Duisburg gekommen ist. Und vielleicht eine kleine Anekdote am Rande dazu. Also wir haben den, wir haben die Firma, die Studio 47 GmbH und KKG, haben wir 2005 gegründet und dann Ende des Jahres unsere Sendelizenz bekommen. Mhm. Im März 2006 sind wir auf Sendung gegangen mit unserem Programm. Und dann ist 11 Monate später der WDR mit einer Lokalzeit in Duisburg gestartet, genau. Und wir haben damals schon bemerkenswert gefunden, dass das für öffentlich-rechtliche Verhältnisse unglaublich schnell ging, dass die innerhalb kürzester Zeit ein Studio bezogen haben an einer der wirklich teuersten Adressen der Stadt, lange Zeit aus einem SNG, aus einem Ü-Wagen heraus auch gesendet haben, weil noch gar keine Studioregie vorhanden war und so. Und das sah für uns sehr spontan eigentlich aus. Mhm. Normalerweise werden solche Dinge ja von sehr langer Hand geplant. Ja, also das Studio muss eingerichtet werden. Die haben jetzt also letztens erst wieder ein Jahr lang ihre Regie umgebaut und so. Ging alles ziemlich hoppla hopp. Und tatsächlich war es auch so, und das wurde uns dann zugetragen von dem damaligen Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Mhm. Es gab eine Sitzung beim Rundfunkrat oder irgendwie so ein Gremium, wo man sich fürchterlich darüber geärgert hat, dass Duisburg, das bis dato ja eben über kein eigenes Fernsehmedium verfügt hat, ein privater Sender an den Start gegangen ist. Wir waren damals auch die Ersten, die lokal lizenziert wurden. Und das war nach dem, was wir hören, genau der Grund. Nein. Die Düsseldorfer kamen ziemlich genau ein halbes Jahr später. Ach, okay. Und das war, nach dem, was wir gehört haben, auch genau der Grund, warum der WDR überhaupt nach Duisburg gekommen ist. Mhm. Also die sind deswegen da, weil die, wir da waren. Die wollten da auf jeden Fall einen Fuß in der Tür noch haben, dass die nicht irgendwie mal ja, weil die natürlich vorher Duisburg mit dem Düsseldorfer Studio bespielt haben. Ja, und so wurde Duisburg ja übrigens auch immer gesehen. Das ist ja auch so eine Sache, die einfach mal nerven kann. Ne? Anhängsel. Als Wurmfortsatz. Mhm. Ne? Genau, ja klar. Wird es ja auch häufig heute noch. Also auch da, ne, wenn man darüber spricht, warum wollten wir das unbedingt machen, zum einen, weil man da publizistische Möglichkeiten hat, die woanders nicht gegeben sind. Ne? Mhm. Und zum anderen, weil diese Stadt das hier wirklich dringend gebraucht hat. Da waren wir so fest von überzeugt. Okay, aber was treibt einen denn, also dann das zu gründen? Also ich meine, in dem Moment wart ihr ja Startups irgendwie, ob nun eigenfinanziert oder ob ihr jemanden hattet, der euch Geld dazu getan hat, steht ja auf einer anderen Hand, auf einem anderen Blatt. Aber wir hatten bei Gründung ziemlich genau 30.000 Euro oder so. Das war nicht viel. Was ja jetzt nicht die Riesensumme ist für einen Fernsehsender. Nee. Aber was treibt einen, also dann so ein Ding in die Hand zu nehmen? Also ich sag mal, eine Zeitung oder einen Printtitel zu gründen, war ja relativ schnell gemacht zu der Zeit. So, aber ein Fernsehsender? Ja, das Medium ist schon cool, so. Ja, klar. Weil, ne, also du hast halt da so eine Kombi, die dir kein anderes Medium erstmal bietet. Das ist ein super Medium. Und der wirkliche Antrieb war, mit einem Medium zu starten, das möglichst schnell eine breite Wirkung entfalten kann und das auch wirklich eine Lücke schließt in der Stadt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das Programm schon seit wirklich langer Zeit ganz gut funktioniert. Dass wir eben sagen, wir versuchen jetzt nicht eine bebilderte Tageszeitung oder so zu sein mit dem, was wir machen. Oder wir sind jetzt nicht ein Radioprogramm, das nebenbei noch ein paar nette Bilder zeigt. Ja. Aber würde man das heute nicht eher über eine Internetseite lösen? Also über einen lokalen Blog oder über ein lokal-regionales Angebot im Web? Ist die Frage, was man will, glaube ich. Mhm. Ne? Also ist die Frage, welche Reichweiten man haben möchte und welche Relevanz man entfalten will. Und auch entfalten kann, ne? Und entfalten kann. Also, ich habe ja vorhin mal gesagt, unsere Reichweite sind 620.000 Zuschauer. Mhm. Da muss ein alter Mann lange verstricken, eine alte Oma. Also jedenfalls kriegst du das im Internet nicht so schnell zusammen, dass du 620.000 Abonnenten auf deinen YouTube-Kanal bekommst. Mhm. Das ist ein bisschen was drauf haben. Ja, klar. Mhm. Und im Endeffekt wahrscheinlich teurer, wenn man dann Werbung schaltet, dass man gesehen wird. Dann so, ist man mit den Lizenzen wahrscheinlich wieder gleich auf oder
noch dagegen mit Sicherheit klar. Schlechter aufgestellt. Und vor allem muss man sich ja mal fragen, wer verdient da eigentlich dann an mir? Ne? Ja. Also ganz ehrlich, dann bezahle ich lieber meine Lizenzgebühr an die Landesmedienanstalt, die ja auch uns nicht nur kontrolliert, sondern auch unterstützt in dem, was wir tun. Also alles cool. Nein, ich glaube, wird ja super viel darüber diskutiert. Ne? Mhm. Ist das Fernsehen tot und so, die näheres Fernsehen, bläh, doof. Nur die Statistiken sprechen ja total dagegen. Also es wurde nie mehr ferngesehen als heute. Richtig. Die Corona-Krise hat dem linearen Fernsehen nochmal so einen richtigen Schub gegeben und so. Die Leute lieben Fernsehen. Also nach wie vor, es ist niederschwellig. Du kannst dich davor setzen, du brauchst keine großen technischen Hürden. Ja, und die Leute lieben im Prinzip das, was direkt vor der Haustür passiert. Und die Leute lieben, also eigentlich für die Leute wäre es natürlich super, wenn es mehr lokale Fernsehsender geben würde. Ja, total. Absolut. Absolut. Wie ist denn das jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel mal Bochum oder Dortmund, wenn jetzt jemand Geschmack bekommen hat auf Studio 47. Die werden ja nicht normalerweise erreicht. Gibt es eine Möglichkeit für die, dass die auch mal irgendwie eine Sendung sehen können? Ach so, ja doch, klar, die können das gucken. Also wir sind ja im Kabel von der Telekom, Magenta TV. Damit kannst du es sowieso in ganz Deutschland empfangen, unser Programm. Also das ist, wenn du Magenta TV hast, kannst du unser Programm auch in man muss dann nur quasi sich die Mühe einmal machen, den Sender an der richtigen Stelle dann einzustellen, oder? Genau, was? Aber du hast ja so eine Senderübersicht dann. Ja. Ne? Ich glaube, ich weiß gar nicht, welche Programmposition das ist. Ziemlich weit hinten. Ja. 345. Ja, oder irgendwie so sowas, ne? So genau, ja. Haben wir aber auf unserer Internetseite stehen. Ja. Wir haben einen Livestream, ne, für alle, die dann auch sowas nicht haben. Man kann auf eurem YouTube-Kanal. Auf YouTube kann man unsere Beiträge sowieso alle sehen. Wir streamen unsere Sendungen in der Regel live bei Facebook. Mhm. Wir haben einen eigenen Livestream auf unserer Internetseite, kannst du unser Programm gucken und so. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. 14 Jahre, was hat sich denn in den Jahren, wenn du jetzt mal so zurückschaust, geändert? Also als ihr angefangen habt, da war ja das Thema Social Media noch nicht so groß wie heute. Das ist richtig. Ich denke, da gab es auch noch andere begleitende Faktoren, die euch damals besonders gemacht haben, und heute ist es das vielleicht gar nicht mehr so. Was hat sich geändert? Also der MSV hat in der ersten Liga gespielt 2006. Ein großer Unterschied. Wir haben noch in 4:3 gesendet tatsächlich. Okay. Das war ja fast quadratisch, das Bild früher. Das war auch noch relativ lang bei uns so. Und tatsächlich, also hast du natürlich vollkommen recht, soziale Medien, Social Media, das hat damals eher so eine untergeordnete Rolle gespielt. Das ging ja gerade mal los dann. Total. Also womit wir viel am Anfang gearbeitet haben, war wirklich Call-ins, also Anrufer in die Sendung durchstellen. Das war immer noch das Ding. Wenn wir Verlosungen gemacht haben oder wenn wir irgendwie die Meinung unserer Zuschauer abfragen wollten, dann haben wir unsere Telefonnummer eingeblendet und dann haben die Leute bei uns im Studio angerufen und dann wurden die in die Sendung durchgestellt. Und du hast echt so Call-in-Shows gehabt bei uns. Ja, ja. Also würde heutzutage, glaube ich, auch in dem Maße gar nicht mehr funktionieren. Heute würden die Leute dir eher eine WhatsApp schreiben, als dass sie dich anrufen. Ja, klar. Wirken wir ja keiner mehr. Die Medienlandschaft war eine viel kleinere, weil es gab halt, dadurch, dass eben noch kein digitales Kabel da gewesen ist, jetzt allein auf unsere Gattung besehen, gab es halt bei Weitem nicht diese Angebotsvielfalt von Streamingdiensten, ganz zu schweigen, die es sowieso noch nicht gab zu der Zeit, mit Sicherheit ein großer Punkt gewesen. Und vielleicht hatte das Fernsehen als so das Medium, so Fernsehen, hatte vielleicht noch so einen anderen Zauber gehabt auch zu der Zeit. Also vielleicht auch, dass man sich selber da täuscht oder trügt. Aber wenn man mit einer Fernsehkamera irgendwo auftaucht, nehmen die Gesprächspartner eher Haltung an, als wenn man sein Handy sich schnappt, das im Zweifelsfall genauso gute Bilder macht und damit filmt. Ne? Mhm. Also diese vermeintliche Blackbox, die das Fernsehen ja ist, wo man nicht so ganz genau weiß, was haben die Leute da, mit welcher abgefahrenen Space-Technik arbeiten die da eigentlich, was natürlich nicht stimmt. Aber ne, so, ich glaube, das ist so, das Respekt einflößen. Ja, vielleicht das, ja, so ein Nimbus. Ja, keine Ahnung, wie man sehen will, aber es ist passiert, glaube ich, wirklich so. Und das war in früheren Zeiten mit Sicherheit noch in einem viel stärkeren Maße da. Heutzutage. Da war die Kamera auch noch größer. Die Kameras waren deutlich größer. Unsere waren kleiner. Ja. Die waren, wir hatten ja nicht, wir hatten nicht so viel Geld.
Sehr gut. Da kam es noch auf die Größe an. Die Art und Weise, wie ihr Programm gemacht habt übrigens. Ich meine mich zu entsinnen, dass in ganz frühen Zeiten du ja auch das ein oder andere Mal bei uns im Programm live gesungen aufgetreten bist. Richtig, ja? richtig. Und das waren ja wilde Jahre da bei uns. Also, war schon sehr lustig. Wir haben in den ersten Jahren haben wir... Teilweise kleine Anekdote am Rande. Ja, bitte. Ich war ja relativ früh bei euch schon Gast. Ja. Und es ist ja bestimmt 2 oder 3 Mal vorgekommen, dass ich angerufen wurde in einer Agentur irgendwie, so, ich sag mal 5:30 und 6 gingt ihr auf Sendung, ja. Ne? Hast du zufällig eine Gitarre da? wieso? Ja, könntest du denn gleich kommen? wieso? Ja, wir brauchen noch einen, der was macht heute. Ja. Ja, ist okay. Er war ein kurzer Weg, weißt ja. du? Ja. Also, ja, aber das war schon Karl May zum Teil, ne, muss man schon sagen. Genau. Aber du warst halt eine sichere Bank, weißt du? Die wussten so. Immer. Ja, hier Honig kommt, und so. Der kann alle drei Akkorde und los geht's. Nein, also ja. Das war mit Sicherheit so. Und das waren die Pionierzeiten, das war super. Also wir haben mit Sicherheit unseren Zuschauern am Anfang auch einiges zugemutet, weil das war schon sehr schräg. Und wir haben jeden Abend eine 2-stündige Live-Show gemacht damals, ja. aus unserem Studio in der Galeria. Und das war mal sehr lustig und unterhaltsam, mal weniger lustig. Mal und manchmal ein war es einfach zäh. Auch ein bisschen zäh und ja. peinlich und belanglos. Also das waren auch unsere Lehrjahre. Aber ich finde auch das gehört Lehrjahre. Dazu. Ne? Die Leute haben uns beim Laufen lernen zugeguckt hier. Ja. Ja, das ist mit Sicherheit so. Und jetzt könnt ihr laufen? Was sind die nächsten Ziele? Was machen wir? Also was zurzeit bei uns eine relativ starke Rolle spielt, ist so die Formatweiterentwicklung. Wir haben jetzt halt auch gerade durch Corona noch mal eine ganze Menge dazugelernt, wir müssen auf eine andere Art und Weise arbeiten. Also wenn wir unser Abendmagazin zum Beispiel sehen, wir haben ja immer um 18 Uhr unser Primetime-Format, ja. Studio 47 live. Und das besteht traditionellerweise immer aus sehr tagesaktuellen Geschichten, die wir in Beitragsform als Reportage bei uns zeigen, gibt einen Nachrichtenblock. Und dann haben wir zu den 1 oder 2 Schwerpunktthemen des Tages auch immer Studiogäste bei uns. Weil wir finden, das gute Gespräch ist durch nichts zu ersetzen. So. Die können wir aber aktuell unter diesen ganzen Corona-Restriktionen nicht so ohne weiteres zu uns ins Studio einladen. Also haben wir uns schon vor 3 Monaten, als das mit dem Lockdown losging, damit beholfen, dass wir in einem ganz starken Maße halt auf so Sachen wie Skype-Schalten gesetzt haben. Mhm. Und das hat unsere Produktionsweise extrem beeinflusst. Hat dafür gesorgt, dass wir nochmal einen tierischen Schub bekommen haben, was so die inhaltliche Aktualität betrifft, glaube ich. Mhm. Weil man dadurch auch an Gesprächspartner rankommt, die man ansonsten nicht so ohne weiteres bekäme, weil das einfach schneller funktioniert, zeitlich flexibel und so. Hat zu einer anderen Ästhetik geführt, weil da, wo früher ein super ausgeleuchtetes Studioset mit 3 Kameras und alles in HD und so, da hast du jetzt halt jemanden, der mit seiner kleinen Webcam da über Skype es ist eine andere Ästhetik, aber ja. es funktioniert trotzdem. Und das sorgt dafür. Und es wird ja auch akzeptiert. Ne? Also ich meine, die Großen genau. machen es ja genauso. Absolut, genau. Also das ist die eine Sache. Die andere Sache, da hattest du aber auch einen Anteil dran, das sind unsere Kulturkonserven, weißt du? Also wir haben ja zu einem bestimmten Zeitpunkt gesagt, das ist jetzt für die Menschen ja nicht nur eine Isolation im Sinne von, ich darf nicht vor die Tür und ich habe keinen Kontakt zu meinen Freunden, Verwandten, Bekannten, Familie, was auch immer, ja. Sondern ich bin auch von der Welt da draußen vom Kopf her isoliert. Ich brauche ja ein bisschen Futter für mich selbst, das kann ja so nicht funktionieren. Auf Konzerte konntest du nicht gehen, keine Ausstellung, keine Lesung, ja. kein nichts. Also haben wir gesagt, wir bringen das zu den Leuten. Und dann hast du als Fernsehen natürlich, als ein Massenmedium mit einer großen Reichweite, eine super Plattform. Haben uns also die ganzen Videos von Künstlern und Liedermachern und Autoren und so zuschicken lassen. Mhm. Und daraus ist ein eigenes Sendeformat geworden. Also auch etwas, womit wir vor einem halben Jahr noch nie gerechnet hätten. Also sehr, sehr dynamisch gerade, was da passiert. Wo siehst du Studio 47 in, sagen wir mal, 5 Jahren? In 5 Jahren, da ist 2025. Da hast du noch 2 Jahre bis zur Rente. Nein, ich glaube, also revolutionär wird bei uns nie was passieren.
sondern ich glaube, dass das ist eigentlich das, was unseren Sender über all die Jahre ausgezeichnet hat, dass wir uns da... Dass nichts passiert. Genau. Das entwickelt sich alles sehr stetig, sehr langsam. Ne? Ja. Man guckt ja... Es wird immer weiter optimiert. Quasi. Ja, im Grunde schon. Also ein großes Ding, an dem wir jetzt gerade arbeiten, ist zum Beispiel, dass wir in einem stärkeren Maße die Produktionstechnik automatisieren. Okay. Großer Vorteil, auch übrigens auch durchaus aus dieser Corona-Idee, dass wir also schauen, dass überall da, wo es geht, wir im Studio zum Beispiel oder auch in der Postproduktion, da wo es sich machen lässt, auf den Einsatz von Personal verzichten können. Nicht, weil wir Stellen abbauen wollen, sondern einfach, weil wir sagen, alles, was sich im Produktionsbereich, im Fernsehbereich automatisieren lässt, sollte automatisiert werden, weil das denen, die in der Redaktion arbeiten, denen, die in der Produktion arbeiten, mehr Freiraum verschafft für das, was die eigentlich tun sollen, nämlich eine kreative Leistung zu erbringen. Ja? Und das ist halt nicht so wahnsinnig kreativ, dreiviertel Stunden lang die Kamera von links nach rechts zu schwenken. Ist denn das Ziel in Zukunft, das Sendegebiet noch auszuweiten? Ah, okay. Oder eine andere Rolle zu spielen im lokal-regionalen Medienzirkus? Also das wäre cool. Wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, was müsste denn passieren, damit es mal ein paar mehr Sender wieder gäbe in Nordrhein-Westfalen, dass die Landschaft dichter wird und so. Ja. Und wenn es was gibt, dass man angehen könnte und eigentlich auch angehen müsste, dass wir in NRW eine regionale Fernsehlandschaft bekommen, die mit dem vergleichbar ist, wie es so Bundesländer wie Bayern zum Beispiel haben. Ne, in Bayern hast du wirklich in jeder größeren Stadt einen sehr starken, coolen regionalen Fernsehsender und die haben ein landesweit übergreifendes Netzwerk und das funktioniert auch super. Und so etwas wäre für NRW absolut wünschenswert. Das ist also in den großen Städten, ne, also zumindest noch in Dortmund und vielleicht in Essen und vielleicht in Düsseldorf und in Köln, dass es also in den großen Städten des Landes regionale Fernsehsender gibt, wie wir das sind, die sich in einen Verbund zusammenschließen können und dadurch natürlich eine andere Relevanz entfalten und dann wiederum, sind wir am Anfang, eine größere Attraktivität haben, auch für die werbetreibenden Industrien, Kunden und Märkte und so. Mhm. Ja. Wir hatten ja unser Gespräch angefangen mit eurem Gewinn des Deutschen Regionalfernsehpreises. Ja. Gibt es noch irgendeinen Preis, den ihr gern gewinnen wollt, den ihr noch nicht gewonnen habt? Ja, wir wollen den Regiostar natürlich jedes Jahr aufs Neue gewinnen. Okay. Aber das wird doch irgendwann dann auch langweilig, oder? Ja, es gibt ja mehrere Kategorien. Also es gibt ja 9 Kategorien insgesamt. Okay. Und den 5 davon haben wir jetzt schon gewonnen. Das heißt, die anderen 4 müssten wir dann auf die wird jetzt verstärkt Jagd gemacht. Der ist ja nicht dotiert, der Preis. Es geht ja wirklich um Ruhm und Ehre. Ne? Es geht ja um das Ruhm sind aber Ehre. Doch mit die schönsten Preise, oder? Ah, absolut, absolut. Nein, schön wäre vor allen Dingen, also leider, das war jetzt auch wieder Corona geschuldet, gab es in diesem Jahr nicht so eine große Gala. Normalerweise kommen dann immer alle zusammen und alle machen sich hier Frack und Fummel richtig schick und dann wird der Preis da verliehen. Ist auch Spannung bis zum letzten Moment, weil du weißt nicht, ob du gewonnen hast. Das ist wie bei den Oscars, nur für die regionalen Sender. Und gab es in diesem Jahr nicht. Stattdessen wurde das sehr sachlich eigentlich über die Internetseite halt bekannt gegeben, dass man gewonnen hat. Der Veranstalter des Preises hat noch eine kleine Fernsehsendung produziert, wo die Preise dann auch nochmal gewürdigt und auch zumindest der Form halber übergeben wurden. Aber das ist so eine Sache, die schon sehr schön ist. Ein Preis gewinnt man ja nicht nur um des Preis willen. Also sowas funktioniert nach innen super, finde ich. Das ist die beste Motivation, die du haben kannst, ne? Dass deine Arbeit gewürdigt und anerkannt wird, so. Gerade für die Kolleginnen und Kollegen bei uns. Und das ist auch eine Sache, die nach außen ein ganz schönes Zeichen setzt, denn man würde, hatten wir vorhin auch schon mal kurz diskutiert, einem kleinen regionalen Medium am Standort Duisburg, da kommen ja ganz viele Sachen zusammen, dem würde man vermutlich nicht zutrauen, wirklich bundesweit so eine durchaus bedeutende Rolle zu spielen. Mhm. Das ist aber de facto so. Und das ist natürlich ein schönes Signal. Okay. Letzte Frage, wo siehst du dich in 5 Jahren? In 5 Jahren sitze ich dann wieder hier und bringe Apfelkuchen mit. Das ist ein Traum. So machen wir es. Das halten wir fest. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Plan. Sehr gut. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Sascha de Vigne, Geschäftsführer und Chefredakteur von Studio 47. Wie schön du das sagst. Mein Name ist Frank Zepp Oberpichler. Ich sage Tschüss. Ich bin Benjamin Beder. Ich sage auch Tschüss. Ich sage auch Tschüss und einen schönen Tag euch allen. Bis dahin, alles Gute. Ruhr Podcast.